Am 29. Juni löste Steffi Kriegerstein beim Sprint World Cup ihr Ticket für Olympia. Doch zuvor kehrte sie noch einmal an einen Ort zurück, mit dem sie besondere Erinnerungen verbindet. Im Hintergrund, das ist die Mittweida Sprintregatta. Meistens sind die Strecken über 250 Meter, beziehungsweise gibt es auch K.O.-Rennen über 100 Meter. Das ist eigentlich so ein Wettkampf, der von ganz klein bis ganz groß gefahren wird. Und für mich persönlich ist immer die schönste Regatta, weil vor ungefähr 15 Jahren war das hier mein erster Wettkampf, wo ich auch Medaillen selber gewonnen habe. Und es ist halt ja, ein Stück Vergangenheit und immer wieder schön, schon allein, weil das Wetter auch immer stimmt. Ich verbringe halt gerne viel Zeit mit meinen Freunden, die aktuell halt alle hier in Mittweida sind. Und da war es für mich eigentlich ein Anliegen, hierher zu kommen, allein weil das meine Lieblingsregatta im Jahr ist und allein schon, weil alle hier sind. Doch nun geht es für Steffi aufs ganz große Wasser. Bei der Qualifikation für Olympia musste Steffi bis zur letzten Zehntelsekunde zittern. Bootsspitze an Bootsspitze überquerten der deutsche und der ukrainische K4 die Ziellinie in Ratschice. Aber auf dem Zielfoto hatte das deutsche Team die Nase vorn. Damit wird der Traum von Rio wahr. Olympia ist natürlich, gerade wenn man so die sportliche Karriere betrachtet, ein riesengroßer Schritt. Also ich habe es gerade gemerkt, den Montag, Dienstag, wo ich zu Hause war, das Telefon stand eigentlich nie still. Und ich persönlich freue mich drauf, allein auf die Erfahrungen, die Leute, die man trifft und allein auch mal im olympischen Dorf ein bisschen rumspazieren zu können. Gerechnet habe ich damit ja nicht, deswegen ist alles noch ein bisschen so nicht wirklich, sage ich jetzt mal so, aber ja, alles geben und mal gucken, was bei rumkommt. Olympia kann kommen und wir sind für euch mit dabei, wenn Steffi für Deutschland um die Medaillen kämpft. Wir drücken die Daumen, wünschen viel Erfolg und eine schöne Zeit in Rio.